Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Tagesthemen, die sich natürlich auch mit dem Hauptereignis des heutigen Abends beschäftigen. Das große Duell Merkel und Steinbrück im direkten Vergleich. Die große Frage, wie geht die Welt mit Syrien um? Und das große Schießen, Torfestival bei Stuttgart gegen Hoffenheim. Na, wie war das denn jetzt? War der, sagen wir, verhaltene Angriff wirklich die bessere Verteidigung, siehe Peer Steinbrück, oder war die eher ruhige Verteidigung der bessere Angriff, siehe Angela Merkel? Was allerdings schon vor dem heutigen Abend klar war, es war für den SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück sicher die letzte Chance, bei maximaler Öffentlichkeit auf gleichzeitig 4 Fernsehkanälen seine eher mauen Umfragewerte zu drehen. Zumindest diesen Druck hatte die Kanzlerin heute Abend aber nicht. Robin Lautenbach fasst Duell und Argumente zusammen. Hochreguliert war das Duell und doch kam es schnell auch zum direkten Austausch zwischen den beiden. Was da stattfindet, ist ein gewisser Irrsinn. Ich würde ganz gerne schon bei dieser Sendung wissen, wie denn dies funktionieren soll mit einer Pkw-Maut für Inländer, Frau Merkel. Denn Sie werden ja von Herrn Seehofer wahrscheinlich vor die Situation gestellt werden, dass er sonst keinen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und ich würde gerne wissen, welche Konsequenzen das für Sie hat gegenüber Herrn Seehofer. Ich glaube aber, dass die Konsequenzen kann ich kurz und knapp beantworten. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ah ja, endlich. Ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Die Angst um den Euro, was kostet uns Griechenland noch? Klare Positionen. Was fehlt, ist ein Aufbauprogramm, was fehlt, ist ein Wachstumsimpuls und was fehlt, ist insbesondere die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Jetzt heißt es doch, nicht falsche Solidarität zu zeigen, sondern einem Prinzip zu folgen. Und dieses Prinzip heißt Leistung und Gegenleistung, Solidarität und Eigenverantwortung. Offensiv ist Peer Steinbrück, wenn es ums Soziale geht. Merkel kritisiert dagegen rot-grüne Steuerpläne. Sozial ist, was gute Arbeit schafft, die anständig entlohnt wird. Die Zunahme des Missbrauchs von Leiharbeit, von Werkverträgen ist ein zentrales Thema. Es spaltet unseren Arbeitsmarkt, der spaltet Gesellschaft. Die Steuererhöhungspläne der Sozialdemokraten und der Grünen bringen mit sich, dass die Gefahr besteht, dass wir die gute Ausgangslage, die wir jetzt haben, verschlechtern und nicht verbessern. Weitgehende Einigkeit aber, wenn es um Syrien geht. Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann sich im Übrigen auch nur beteiligen, wenn es ein NATO-Mandat gibt oder ein UN-Mandat gibt oder ein europäisches Mandat. Ich habe die große Hoffnung, dass wir auf dem G20-Treffen eine Art Vierergruppe zusammenbringen, die auch in der Lage sind, entschuldigen Sie noch den Satz, die in der Lage sind, auch auf Russland und China noch mal zuzugeben, vor dem Hintergrund eines völkerrechtswidrigen Aktes, wie es ihn so in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben hat. Die Statements am Schluss. Merkel spricht von 4 guten Jahren ihrer Regierung. Steinbrück nennt es Stillstand, ruft zum Wechsel auf. Was wir aus der Vergangenheit und der Erfahrung mit solchen Duellen wissen, so bei so einem Fernsehduell sind die Argumente und Auftritte der Kandidaten das eine. Das andere, vielleicht sogar das Wichtigere ist, wie wird das bewertet und vor allem von wem? Und genau deshalb war im und um das Pressezentrum in Berlin-Adlershof, wo das Duell stattfand, schon während des Duells eine ziemliche Menge los. Journalisten, Prominente aus Politik, Sport und Unterhaltung, sie alle versammelten sich dort. Und je nachdem, wer welchen Kandidaten unterstützt, erklärten sie oder ihn zum Sieger. Oliver Köhr hat die Szene während des Duells beobachtet. Das Licht in der Halle lässt sich problemlos farblich verändern, so kann sich jeder für ein paar Minuten wohlfühlen. Denn hier sitzen die Schwarzen in der einen Ecke, die Roten in der anderen, ein paar Grüne, Gelbe und Dunkelrote stehen auch dazwischen und alle gucken gebannt, aber harmonisch aufs Duell. Es ist still hier, nur ein leises Tippen ist zu hören, das kommt aus der neutralen Ecke, da wo die Journalisten sitzen. Wie sieht der Zwischenstand zur Halbzeit aus? Ich habe den Eindruck, dass Herr Steinbrück ganz gut gestartet ist, relativ scharfe Attacken geritten hat, rhetorisch stark ist, gute Bilder hat. Ich glaube, das hat ihm ganz gut getan. Andererseits, finde ich, wirkt er oftmals auch relativ verkniffen. 5 Meter weiter redet niemand über Steinbrück. Hier achten Sie nur darauf, wie sich Ihre Kanzlerin schlägt. Es ist ein spannendes Duell. Es macht Spaß zuzuhören. Aber Angela Merkel ist aus meiner Sicht klar besser. Und noch ein paar Meter weiter sehen Sie zwar dasselbe Duell, es kommt aber anders an. Ich finde es sehr gut. Peer Steinbrück ist klar.
Er argumentiert in der Sache, Frau Merkel wie immer im Ungefähren. Als das Duell nach anderthalb Stunden zu Ende ist, nimmt die Kanzlerin erstmal ein Bad in der CDU-Menge und lässt ihre Minister reden. Angela Merkel ist die Gewinnerin, das ist klar. Sie werden auch von mir keine andere Antwort erwarten. Aber es ist der Unterschied zwischen beiden sehr klar geworden. Steinbrück ist rhetorisch nicht schlecht, aber es sind viele Floskeln. Beide große Parteien haben sich prominenten Beistand mitgebracht. Der Sänger der Prinzen ist als Unterstützer von Kandidat Steinbrück da. Er hat charmant angegriffen, sie hat verhältnismäßig schwach retourniert, wie ich fand. Und ich glaube, dass er heute, hoffe ich, viele Leute aktiviert hat, am 22. das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Es hofft also jeder, dass sein Favorit der Sieger ist. Und weil es direkt nach dem Duell dazu noch kein klares Umfrageergebnis gab, können ja erstmal alle anstoßen. Ja, aber jetzt sind wir viel besser im Bild, denn Infratest DIMAP hat heute für die ARD während des Duells und natürlich danach eine repräsentative Zuschauerbefragung durchgeführt. Jörg Schönborn, wer hat denn aus der Sicht der Zuschauer das Duell für sich entschieden? Die Kanzlerin oder der Herausforderer? Thomas, kommt zunächst mal darauf an, was einem wichtig ist. Angela Merkel war in den Augen der Zuschauer ganz klar die sympathischere, auch die kompetentere Duellantin. Bei Peer Steinbrück sieht es die Mehrheit so. Er war verständlicher, er war klarer, er hat seine Argumente besser erläutert, war aber auch angriffslustiger und ein bisschen weniger fair. Und das heißt zunächst mal, dass beide grundsätzlich ein gutes Urteil bekommen. Dass Angela Merkel eine gute Kanzlerin ist, sehen 71% so. Dass Peer Steinbrück auch ein guter Kanzler wäre, sehen 57% so. Das ist erstmal der Eignungstest, den Peer Steinbrück da bestanden hat. Ja, und dann haben wir ungefähr auf der Halbzeit ein Patt, ein Unentschieden der beiden gehabt. Und zum Schluss wollten wir von mehr als 1000 Zuschauern des Duells repräsentativ ausgesucht wissen, wer war denn überzeugender? Und da hat Angela Merkel mit 44% etwas weniger Zustimmung gefunden als Peer Steinbrück mit 49%. Wichtig dabei, in der Gruppe der Unentschiedenen, also derer, die es besonders zu gewinnen gilt, ist der Vorsprung für Steinbrück mit 54-35 noch etwas größer. Also, wenn man die Frage so stellt, ein leichter, auch über den Messfehler hinausgehender Vorsprung für Steinbrück. Wenn Sie jetzt durchs Netz schalten oder durch andere Programme, werden Sie auch andere Umfrageergebnisse sehen. Da muss man sich immer klar machen, es kommt darauf an, wie man die Frage formuliert. Wer von beiden war überzeugender? Und insbesondere haben wir die Antwort, keiner von beiden oder ich weiß es nicht, eigentlich nicht zugelassen. Ja, nun ist ja so ein Duell eine schöne Übung, aber sie ist natürlich nicht zwecklos. Es geht ja darum, eine Wahl zu gewinnen. 3 Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Kann denn dieses Duell das Rennen noch mal spannender machen, als es bisher war? Ich glaube, das Bild kann man ganz gut verwenden, dass so ein Duell wie ein Aufschlag beim Tennis ist. Wenn Peer Steinbrück es jetzt gelungen ist, den Ball gut ins gegnerische Feld zu bringen, dann beginnen jetzt die Returns. Und dieses Spiel muss über 3 Wochen laufen. Was heute Abend passiert ist, haben uns die Zuschauer so erklärt. Wir wollten nämlich wissen, welchen Einfluss das Duell auf die Wahlentscheidung hatte. Und 41% sehen sich in der Meinung, die sie ohnehin hatten, bestärkt. 10% haben ihre Meinung verändert. Und der größere Anteil von 47% sieht keinen Einfluss nach dem Duell. Also man sieht, diese Gruppe, die jetzt heute Abend schon ihre politische Meinung geändert hat, ist relativ klein. Zur Erinnerung, Frank-Walter Steinmeier hat vor 4 Jahren auch hauchdünn das Duell gegen Angela Merkel gewonnen. Die Bundestagswahl, soweit ich mich erinnere, nicht. Danke, Jörg Schönborn in Berlin. In 3 Wochen wissen wir es dann endgültig. Das Fernsehduell zwischen der Kanzlerin und ihrem Herausforderer kommentiert jetzt Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk. Was also bleibt nach diesen 90 Minuten? Eine Begegnung der charismatischen Art war das nicht, bei beiden nicht. Mitreißend ist anders. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Das war bei früheren Duellen nicht anders. Wer glaubt, ein solcher Abend diene dem emotionalen Schlagabtausch, ist naiv. Wir haben einen angestrengten Austausch von Argumenten erlebt, das bemühte Abarbeiten von Themen, bei denen sich die beiden ehemaligen Großkoalitionäre ziemlich oft einig waren. Steinbrück versuchte sich in Attacke allerdings gebremst und mit Beißhemmung. Die Gewichte gegenüber einer souverän auftretenden Kanzlerin konnte er nach meiner Beobachtung nicht so weit verschieben, wie er es sich wünschen müsste. Steinbrück kam bei den Beamten und bei der Rente mit 67 ins Schleudern. Merkel kam bei der NSA-Datenaffäre ins Schwimmen.
klare Kante gegen Teflon. Das würde die Kontrahenten an diesem Abend nur unzureichend beschreiben und wäre auch reichlich ungerecht. Es war eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe, sachlich und durchaus bemüht, Zusammenhänge zu erklären. In den nächsten Tagen werden Berufene und noch mehr Unberufene Kanzlerin oder Herausforderer ins Siegerlicht rücken. Ein bekanntes Ritual, das kennt man und das ändert wenig. Dann ist wieder Wahlkampf, noch lange 3 Wochen, und der wird vom heutigen Tag profitieren, wer immer von wem als Sieger ausgerufen wird. Ich bin mir sicher, dieses Duell hat unserer Demokratie gut getan. Es hat den Nichtwählern Beine gemacht und war ein Weckruf für die Unentschlossenen. Und dafür hat sich dieser Abend schon gelohnt. Das Rennen bleibt offen. Sigmund Gottlieb kommentierte: Wenn am Syrien-Konflikt etwas berechenbar ist, dann ist das die Haltung der russischen Führung. Präsident Putin will und wird das Assad-Regime um keinen Preis fallen lassen. Wenn man nach Westen blickt, sieht das schon ziemlich kompliziert aus. Der britische Premier Cameron wurde vom Parlament gedemütigt wie kaum ein Regierungschef vor ihm. Es wollte ihm bei einem Militärschlag wegen des mutmaßlichen Giftgasangriffs nicht folgen. Nicht weniger überraschend will US-Präsident Obama nun erst im amerikanischen Kongress um Zustimmung für einen Militärschlag bitten, bevor er handelt. Eine plötzliche Wendung, die ihn nicht gerade gestärkt hat. Und noch steht der Bericht der UN-Inspektoren über die Verwendung von Giftgas aus. Volker Schwenk fasst die jüngsten Entwicklungen zusammen. In mehreren Labors sind mittlerweile die Proben der UN-Inspektoren aus Syrien angekommen. Die Auswertung hat begonnen, sie wird einige Wochen dauern. Jeder Handgriff wird dokumentiert. An der Zuverlässigkeit der Ergebnisse soll nicht der leiseste Zweifel möglich sein. Die amerikanische Regierung zweifelt schon jetzt nicht mehr. In den letzten 24 Stunden wurden Haar- und Blutproben von Ersthelfern aus Ostdamaskus ausgewertet, sagt Außenminister Kerry. Darin konnte der Einsatz von Sarin nachgewiesen werden. Präsident Assad lässt im Staatsfernsehen verlauten, Syrien könne sich gegen jeden Angriff wehren. Sein Vize-Außenminister meint, es sei völlig gleichgültig, wann der Militärschlag käme. Obamas Rede hat gezeigt, die Sache ist kompliziert und er ist völlig bewegungsunfähig. Assads Truppen gehen derweil nahe Damaskus gegen Aufständische vor. Die Auslandsopposition hatte gehofft, der Militärschlag würde Assads Truppen schwächen und damit die Rebellen stärken. Es wäre eine sehr gefährliche Botschaft, wenn der amerikanische Kongresspräsident Obama nicht folgen würde, jetzt nachdem Assad chemische Waffen eingesetzt hat. Die Außenminister der Arabischen Liga forderten, eine militärische Intervention in Syrien dürfe es nur mit Mandat der Vereinten Nationen geben. Wer Chemiewaffen eingesetzt habe, der müsse bestraft werden. Die Mehrheit der Liga hält Assad für verantwortlich. Wir unterstützen das syrische Volk in seinem Streben nach Freiheit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, sagt der Generalsekretär. Und der Bürgerkrieg in Syrien geht weiter. Im irakischen Grenzgebiet kommen immer neue Flüchtlinge an. Im Norden des Landes gibt es heftige Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Al-Qaida-Kämpfern. Knapp 2 Monate nach seiner Entmachtung durch das Militär soll dem früheren ägyptischen Präsidenten Mursi jetzt der Prozess gemacht werden. Mehr in den Nachrichten mit Jan Hofer. Nach Angaben des staatlichen ägyptischen Fernsehens soll Mursi wegen Anstiftung zur Gewalt angeklagt werden. Zusammen mit ihm sollen sich 14 weitere führende Funktionäre der Muslimbruderschaft vor Gericht verantworten. Sie alle werden für die Gewalt gegen Demonstranten während der Amtszeit des islamistischen Präsidenten verantwortlich gemacht. Mursi war am 3. Juli vom Militär gestürzt worden und wird seither an einem unbekannten Ort festgehalten. Der US-Geheimdienst NSA hat angeblich auch das französische Außenministerium ausgespäht. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, betraf dies vor allem das Computernetz, über das das Ministerium in Paris mit Botschaften und Konsulaten verbunden ist. Unter anderem seien Wanzen in französischen Auslandsvertretungen installiert worden. Das Blatt beruft sich auf ein US-Geheimdienstdokument vom Juni 2010. Polen hat heute an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 74 Jahren erinnert. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung auf der Westerplatte nahe Danzig sprach Ministerpräsident Tusk von einer dramatischen Lektion für sein Land. Am Morgen des 1. September 1939 hatte ein deutsches Kriegsschiff die polnische Militärbasis auf der Westerplatte angegriffen und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst.
Aus der Ruine des japanischen Atomkraftwerks Fukushima tritt mehr Strahlung aus als bislang angenommen. Nach Angaben der Betreibergesellschaft TEPCO wurden an drei Kühlwassertanks 1800 Millisievert pro Stunde gemessen. Diese Strahlendosis wäre für einen Menschen nach 4 Stunden tödlich. Außerdem wurde ein weiteres Leck an einer Leitung gefunden. Die japanische Atomaufsicht hatte die 9 Probleme in Fukushima als ernsten Störfall eingestuft. Der frühere südafrikanische Präsident Mandela ist nach knapp 3 Monaten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er war dort wegen einer Lungenentzündung behandelt worden. Auch seinen 95. Geburtstag verbrachte Mandela im Krankenhaus. Mandelas Zustand sei zwar weiterhin ernst, er könne aber auch zu Hause gepflegt werden, erklärte das südafrikanische Präsidialamt. Sein Haus in Johannesburg sei dafür hergerichtet worden. Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga haben es gestern gleich 3 Vereine verpasst, die Bayern von der Tabellenführung zu verdrängen. Nur Okergundel, der BVB, hat sich die Chance nicht nehmen lassen, an die Tabellenspitze vorzurücken. Ja, der BVB bleibt sozusagen unbefleckt. 4 Spiele, 4 Siege, mehr geht nicht, zumindest formal. Aber spielerisch hat auch Borussia Dortmund durchaus noch Luft nach oben. Heute in Frankfurt musste sich das Team von Jürgen Klopp mächtig zusammenreißen. Unterm Strich bleibt nach dem 2:1-Sieg die wohlige Erkenntnis, dass der armenische Neuzugang Henrik Mkhitaryan ein absoluter Volltreffer ist. Es war sein 3. Bundesliga-Einsatz und es waren heute seine 2 ersten Treffer. Die Erwartungen an den Mann aus Armenien waren gewaltig, denn 27,5 Millionen Euro Ablösesumme sind auch eine Bürde. Mickey wird immer besser und wir wissen alle auch nicht, wie gut das werden kann. Aber Fakt ist, so jetzt war jetzt heute kein Spiel, wo man sagt, das geht nicht besser. Nach 10 Minuten erzielt Mkhitaryan die Führung. Frankfurts erster Fehler, der Johannes Flum bei der Ballannahme unterläuft, wird konsequent genutzt. Blaschikowski leistet die Vorarbeit, Mkhitaryan erzielt das 0:1. Nach dem Spiel wird er auf Französisch antworten. Sein Vater war einst als Fußballprofi in Frankreich aktiv. Merci beaucoup. Vielen Dank. Ich bin sehr glücklich, denn es waren meine 2 ersten Treffer in diesen ersten Spielen. Also gleich doppelt zu treffen, das ist besonders, aber wichtiger ist, dass wir nach 4 Spielen 12 Punkte haben. Der Vereinswechsel aus Donetsk in der Ukraine war schwierig, weil gleich 3 Vereine Transferrechte anmeldeten. Offensichtlich aber haben sich die langwierigen Verhandlungen gelohnt. Die Partie in Frankfurt heute ist äußerst unterhaltsam und das liegt auch an den Gastgebern. Die Eintracht hat wie Dortmund sehr starke Szenen und kommt nach 36 Minuten zum Ausgleich. Es passt zur Geschichte dieser Begegnung, dass Frankfurts Torschütze Cutlets ebenfalls ein Neuzugang ist, um den mit bescheideneren 3,5 Millionen Euro geworben wurde. Kann er richtig gut werden. Ja, er bewegt sich unheimlich gut in der Schnittstelle. Er hat gute Technik, gute Schnelligkeit. Hat das Tor gemacht. Nach 56 Minuten geht Dortmund wieder in Führung. Großkreuz hat hier zwar noch den Ball, aber Mkhitaryan erledigt den Rest im Alleingang. Mit Schnelligkeit und mit gutem, präzisem Schuss. Natürlich super vorbereitet von mir. Ja, stimmt. Mickey hat wieder überragend gespielt. Wir wissen, was er kann. Und heute hat er es mit Toren bewiesen. Und mit guter Chancenverwertung. Denn nicht alle Dortmunder sind heute so konsequent wie er. Frankfurt ist in der 2. Hälfte keinesfalls schlechter. Trotz großer Verletzungsprobleme ist der Ausgleich immer in Reichweite. Andersons Kopfball in der 62. Minute landet am Pfosten. Inouyes 2. Versuch. Vor der Tribüne. Dortmunds 4. Sieg im 4. Spiel ist dementsprechend kein Selbstläufer. In der 2. Halbzeit haben wir die besseren Chancen gehabt und waren aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft. Von daher hat man Punkte aus meiner Sicht verdient gehabt, aber leider hat es nicht geklappt. Aber auch ein 3. Dortmunder Treffer ist möglich. Mehrfach scheitert die Borussia an Frankfurts Torhüter Kevin Trapp. Der wird heute nur von einem bezwungen, von Henrik Mkhitaryan, dem Mann des Tages. Tja, Mkhitaryan heute also mit seinen 2 Toren für den VfB. Den 1. Saisonsieg, den feierte am Nachmittag der VfB Stuttgart. Und was für einen. 6:2 gegen Hoffenheim. Besser hätte das Trainerdebüt von Thomas Schneider in der Bundesliga nicht laufen können. Bedanken konnte sich der neue Stuttgarter Coach bei Vedat Ibisevic, der gleich die Hälfte der VfB-Tore schoss. 29 Jahre alt, Marktwert 10 Millionen Euro, weil so effektiv. Der Bosnier Vedat Ibisevic,
drei Treffer heute gegen Hoffenheim. Ich freue mich einfach, dass wir eine Reaktion gezeigt haben nach den schwierigen Wochen. Und hoffentlich können wir jetzt so weiterspielen. Kann er, aber seine Nase ist jetzt noch mal kanter. Nach diesem unabsichtlichen Tritt von Strobel bricht nämlich Ibisevics Nase. Er spielt aber durch und beschwert sich beim Assistenten und bleibt analytisch sachlich. Man muss einfach sagen, dass wir heute 3 Punkte gewonnen haben und nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein bisschen deutlich war, ist auch schön, macht Spaß, aber trotzdem ist das, wie gesagt, nicht mehr und nicht weniger als 3 Punkte und wir müssen auf dem Boden bleiben. Von wegen auf dem Boden bleiben. Eckball Maxim, dynamisch, sprunggewaltig, Ibisevic. Der nächste Streich. Ibisevic zeigt dem ehemaligen U20-Nationalspieler Argentiniens David Abraham, was Fußball-Bundesliga heißt. Dessen 4. Spiel in der deutschen Elite-Liga gegen Ibisevic wird der 27-Jährige mit 2 Nationalitäten, die argentinische und die italienische, nicht so schnell vergessen. Tor Nummer 3 für Vedat Ibisevic, der Treffer zum 6:1. Flanke des 17-Jährigen Werner, Saisontreffer Nummer 5 für Vedat Ibisevic. Auch verantwortlich für das Spektakel in Stuttgart, Thomas Schneider, der neue Cheftrainer. Jetzt bin ich erstmal glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und die Punkte geholt haben, eingefahren haben. Es war schon ein gewisser Druck da und bin natürlich jetzt umso glücklicher, dass wir unsere ersten 3 Punkte geholt haben in der Liga. Stuttgart von Beginn an hellwach, die Führung nach 12 Minuten. Erstes Bundesligator von Antonio Rüdiger. Das 2:0 Ibisevic bereits Geschichte, der Anschluss durch Volland. Das 2:1, kurz Hoffnung für Hoffe, aber nur 40 Sekunden lang. Dann ist Maxim da mit dem 3:1. Nach dem Wechsel das 4:1 durch Ibisevic und hier das 5:1, wieder durch den Rumänen Maxim. 6:1 Ibisevic und Ergebnis Kosmetik nur noch durch Firmino zum 6:2 Endstand. Die letzte Phase war ja nicht von Erfolg geprägt, also von daher dürfen die Jungs das schon jetzt den einen oder anderen Tag auch genießen und dann irgendwann, wir haben ja jetzt noch Länderspielpause, wenn dann die Jungs wieder zurück sind, dann gilt's halt, dann ist es auch abgehakt und dann gilt es wieder fokussiert Richtung nächstes Spiel zu arbeiten. Ein neuer Trainer, eine junge Mannschaft und ein Torjäger mit markanter Nase. Das die Zutaten beim 6:2 gegen Hoffenheim. Und wir schauen auf die Tabelle. Dortmund als einziges Team mit maximaler Punktzahl an der Spitze. München ist Zweiter. Es folgen die punkt- und torgleichen Teams aus Leverkusen und Hannover, dann Mainz und Berlin. In der zweiten Hälfte verlässt Stuttgart die Abstiegsränge und ist jetzt 14. Am Tabellenende Freiburg, Nürnberg und der punktlose Aufsteiger aus Braunschweig. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Man weiß es nicht. Zumindest ist es teuer geworden. Nach monatelanger Hängepartie wechselt Gareth Bale von den Tottenham Hotspurs zu Real Madrid. Und das ist uns deshalb eine Meldung wert, weil es möglicherweise der teuerste Transfer im Fußball überhaupt ist. Im Raum steht die Rekordablösesumme von 100 Millionen Euro. Und das wäre noch ein bisschen mehr, als Real Madrid für Cristiano Ronaldo bezahlt hat. Der 24-jährige Offensivspieler Bale bekommt einen 6-Jahres-Vertrag. Geldregen für die Tottenham Hotspurs also und einen Goldregen, den gab es heute für die deutschen Kanuten bei der Heim-WM auf der Regattastrecke in Duisburg. 8 Gold, 5 Silber und 2 Bronzemedaillen, so lautet die Bilanz der deutschen Kanuten bei der Weltmeisterschaft in Duisburg. So gewannen etwa Robert Nuck und Stefan Holz das 200-Meter-Rennen im Kanadier. Wenig später jubelten die deutschen Kanufans, weil auch Franziska Weber und Dina Dietze ihr Sprintrennen souverän abspulten. Ihr 2. Gold, nachdem sie schon über die olympische 500-Meter-Distanz triumphiert hatten. Deutsche Siege feierten ebenfalls Sebastian Brendel und Tom Liebscher. Schließlich gewann am Schlusstag der WM der deutsche Frauen-Vierer-Kajak die Silbermedaille. Niederlage für den Deutschland-Achter bei der Ruder-WM in Korea. Die Briten im gelben Boot dominierten das Finale. Das deutsche Paradeboot seit dem Olympiasieg in London auf 4 Positionen umbesetzt, kam kurz vor Schluss noch einmal auf, doch letztlich retteten die Briten eine 1/2 Sekunde Vorsprung ins Ziel. Die USA kam auf Platz 3. Für den Deutschlandachter war es die erste WM-Niederlage seit 2007.
Einer Fahrer Marcel Hacker gewann nach 7 Jahren ohne WM-Medaille Bronze. Das Finale gewann der Tscheche Ondřej Šunek. Goldener Reiter, Ausnahmereiter oder Jahrhundertreiter. Man weiß gar nicht, wie man Michael Jung am treffendsten bezeichnen soll. Fakt ist, er bleibt das Maß aller Dinge in der Welt der Vielseitigkeitsreiter. Der Doppel-Olympiasieger ist auch wieder Doppel-Europameister. Diesmal zeigte der trotz aller Erfolge so bescheiden gebliebene Jung im schwedischen Malmö sein schönstes Siegerlächeln. An Michael Jung reitet in der Vielseitigkeit niemand vorbei. Auch ein überraschender Abwurf am ersten Hindernis des abschließenden Springens bringt den Champion nicht aus der Ruhe. Es ist der einzige Fehler eines insgesamt starken EM-Wochenendes. Mit Halunke gelingt ihm die Titelverteidigung im Doppelpack. Jung, auch aktueller Weltmeister und Olympiasieger, über die einzige Schrecksekunde. Ich habe auch einmal kurz gleich am ersten Sprung. Dann wusste ich aber auch, dass ich ihn etwas mehr zusammenhalten muss, weil da ist er einfach zu doll nach vorne gesprungen. Ingrid Klimke rundet in der Einzelwertung das Ergebnis aus deutscher Sicht mit der Silbermedaille ab und freut sich neben Jung, Schrade und Dibowski ebenfalls über den erneuten Mannschaftstitel. So, und jetzt fehlt nur noch das Wetter, ganz ähnlich wie beim Sport, Carsten Schwanke. Vermute ich mal, gibt es Gewinner und Verlierer morgen, oder wie sieht das aus? Genauso wird es aussehen. Regen und Sonne kämpfen um den Platz auf dem Treppchen. Bevor ich aber darüber zu sprechen komme, habe ich einen Bonbon mitgebracht. Und zwar erreichte mich heute ein Video eines Tornados am Ammersee in Bayern, aufgenommen von Bastian Pfleging. Vielen Dank für diese Bilder. Gibt es wirklich nur selten, sowas zu sehen. Aber jetzt zum Wetter des morgigen Tages. Zweigeteiltes Deutschland. Zum einen haben wir viele Wolken mit Regen im gesamten Nordosten. Und wir haben einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix im Südwesten. Der Regen bleibt auch am Nachmittag hier sehr präsent, während sich die Sonne im Südwesten noch stärker bemerkbar machen kann. Die Temperaturunterschiede entsprechend. Unter diesen Regenwolken gibt es gerade mal 15 bis 17 Grad mit Sonnenschein 22 bis 25 Grad. Die gute Nachricht, das schöne Wetter wird sich in den nächsten Tagen überall in Deutschland durchsetzen, wobei es im Nordosten eine langwierige Geschichte ist. Erst am Mittwoch ziehen hier die Regenwolken weiter, dann sind es im Südwesten schon 27 bis 28 Grad und ab Donnerstag sogar Hochsommer bei bis zu 30 Grad. Vor allem im Südwesten Deutschlands. Darauf können wir uns in dieser Woche freuen, Thomas Roth. Ja, das ist wunderbar. Da packen wir doch gleich die Badehose wieder aus. Schöne Aussichten für die kommende Woche. Also vielen Dank, Carsten Schwanke. Und nach uns geht es jetzt weiter mit, Sie haben es richtig gehört, Fußball. Denn die Sendung Titel, Thesen, Temperamente beschäftigt sich mit der ganz besonderen Fankultur beim Fußball-Erstligisten Borussia Dortmund. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 2:15 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.